die News für den Release von XDefiant bis zum 31.03. verdichten sich. Laut einem Investoren-Call soll XDefiant nämlich noch dieses Quartal erscheinen. Des Weiteren wurden für die PlayStation ein 9 GB Update aufgespielt und für die Xbox ein 60 GB Paket, welches ziemlich nach dem gesamten Spiel klingt und alles für einen Launch bereit gemacht wird. Allerdings wird es keinen Shadow Drop geben, sondern es soll eine kurze Promophase stattfinden. Wie diese aussehen soll und wie lange diese geht, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Aber worum handelt es sich eigentlich bei XDefiant? Es ist ein First-Person-Shooter, in dem ihr in 6er-Teams in diversen Modi gegeneinander antretet. Hierbei bekommt ihr durch die 6 spielbaren Fraktionen diverse Waffen, Aufsätze und Geräte die Möglichkeit, alles auf euren Spiel anzupassen. Zum Release wird es 14 Maps geben, für die es Arena und lineare Modi geben wird. Dies beinhaltet zum Beispiel Zonenherrschaft, Eskorte und Vorherrschaft. Und egal, ob ihr Casual oder Rangliste spielen wollt, es wird für jeden etwas geben. Hat euch dieses Video gefallen, dann lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen.